Was geht ab, Diggas? Mein Name ist Android, Digga, und in diesem Video zeige ich euch ein neues Pokémon-Spiel. Ich habe schon mal so ein Video gemacht und einige haben gefragt, ob ich nochmal sowas machen kann. Und ich dachte mir, warum nicht? Es gibt nämlich ein neues Pokémon-Spiel, aber es ist sozusagen undercover. Es befindet sich sogar im App Store, es heißt Minimon Saga. Warum dieses Undercover? Weil die Screenshots und der Name stimmen eigentlich nicht überein, wenn man das Spiel spielt, denn das Spiel ist eigentlich Pokémon und die Screenshots führen einen eigentlich total in die Irre. Wir installieren uns das mal und schauen uns das Spiel mal genauer an. Wir sehen uns wieder, sobald das Spiel zu Ende installiert wurde. So, das Spiel wurde zu Ende installiert. Ich starte das jetzt auch mal. Wir müssen jetzt noch zusätzliche Sachen herunterladen, da drücke ich mal auf Ja. Keine Sorge, die Sprache des Spiels ist auf Englisch, ist leider nicht auf Deutsch, aber dagegen kann man leider nichts machen. Und das wird jetzt heruntergeladen, wir sehen uns später wieder. So, die erforderlichen Daten wurden zu Ende heruntergeladen. Wir können uns jetzt einloggen oder registrieren, das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde mich jetzt einfach mal als Gast einloggen, das mache ich hier unten rechts, Visitor Login. Ich habe nämlich schon einen Account, ich habe das schon mal angezockt, damit ich euch auch das Spiel natürlich vorstellen kann, ist ja logisch. Enter the game und ihr seht schon, da sind überall Pokémon, also die Screenshots stimmen nicht überein. Es wollte uns also täuschen, keine Ahnung warum. Und ja, wie ihr seht, ist das ein Online-RPG, wir können theoretisch jetzt auch mit unseren Freunden gemeinsam spielen. Ich werde euch jetzt nicht viel über das Spiel zeigen. Ich werde euch nur zeigen, wie man Pokémon fängt und das Kampfsystem. Es ist ganz übliches Pokémon, nur einige Sachen sind halt anders. Die Story ist, glaube ich, wie in Pokémon Rot und Blau. Aber so genaue Infos habe ich nicht. Ich habe das nicht lange gezockt. Man kann sich auch seinen Starter auswählen. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Wir werden jetzt mal einen Testkampf machen. Defeat Picnicker, das ist jetzt die Hauptmission. Das sehen wir hier unten links. Da drücke ich jetzt mal und wir werden jetzt auch automatisch dorthin geführt. So, ich habe die Trainerin jetzt besiegt und wir bekommen hier jetzt auch Belohnungen, das ist ganz schön. Und unsere Pokémon kriegen auch alle XP. So, ich will jetzt euch nochmal ganz schnell zeigen, wie man Pokémon fängt. Unseren Protagonisten bewegen wir, indem wir auf die Fläche drücken und der bewegt sich dann auch dorthin. Jetzt sind wir auch in einer Route. Dann laufen wir mal hier durch die Wiese. Und hier treffen wir schon einen Dickter. Gegen den kämpfen wir mal. Und ja, wie ihr seht, ist das so wie Pokémon Go. Wir fangen das Vieh mal. So, wir haben Dickter jetzt auch gefangen, ganz schnell. Ja, wie ihr seht, hat das auch Elemente von Pokémon Go drin. So, und das war's dann mit dem Spiel. Den Rest könnt ihr alle selber erkunden. Ich will jetzt auch nicht besonders viel von dem Spiel zeigen. Falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf Support freuen. Danke an der Stelle an meine Patreon-Abonnenten. Ich bin euch wirklich sehr dankbar. Eure Unterstützung bedeutet mir wirklich sehr viel. Das war's dann von meiner Seite. Ciao, euer Android Digger.